ihr das? Diese Anhänger mit den Clips, die man mit so einer dünnen Schlaufe durchpopeln kann, wo man eigentlich Pinzetten dafür braucht, weil es mit Fingern nicht funktioniert. Egal. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mir um USB-Sticks. Viel Spaß. Lasst uns doch mal über USB-Sticks reden. Ich weiß, SD-Karten oder die Cloud sind für viele der Standard geworden im Alltag, was den Transfer von Daten angeht. Ich bin in einigen Belangen immer noch oldschool und verwende USB-Sticks. Das ist vielleicht so ein Sicherheitsgedanke oder ein Gedanke von, man hat es nochmal auf einem anderen Medium gespeichert. Ich mag es einfach so noch. Ja, was habe ich mitgebracht? Einen USB-Stick von SanDisk. Den gibt es in den Varianten 16 GB bis 256 GB. Das ist ordentlich, eine ganze Menge. Ich habe mir hier mal die 64er Version rausgesucht. Das ist für mich so ein gutes Mittelmaß, nicht zu viel, nicht zu wenig. Reicht auch für die meisten, denke ich, aus. Was ist so besonders an diesem USB-Stick? Es ist nicht nur der Preis, der sehr attraktiv ist, da kommen wir gleich dazu, sondern vor allem das Format. Der Stick ist nicht mal 4 cm hoch, knappe 2 cm breit und 9 mm dick. Das heißt, er passt in jede Hosentasche, in jede Westentasche, in jedes Portemonnaie. Dazu ist er noch sehr zukunftsträchtig, denn ihr könnt damit das normale USB betreiben, hat sicherlich jeder zu Hause, und das neue USB-C. Ihr könnt beide Anschlüsse vollwertig benutzen und beide auch komplett im Body versenken. Ich fand es ziemlich spannend, denn gerade die neuen Rechner werden alle mit USB-C betrieben. Und somit seid ihr echt gerüstet für die Zukunft. Ihr habt dann beide Anschlüsse dran, könnt dann noch mit alten Geräten oder anderen Geräten, die USB normal haben, auch den Stick verwenden und seid für beide Versionen auf jeden Fall gesichert. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis echt top, denn ihr bekommt hier für nicht mal 28 Euro 64 GB und habt hier einen USB-Stick, der sehr schnell ist, eine ganze Menge Daten beherbergen kann, der sehr klein ist und ja, generell rundum für meine Begriffe echt toll ist. Was passt alles drauf? Ihr könnt hier ungefähr 3600 Fotos im 10-Megapixel-Modus abspeichern. Das heißt, wer mit seinem iPhone Fotos macht, hat ca. 12 Megapixel und kann hier ja so um die 3000 Bilder auf jeden Fall drauf abspeichern, eine ganze Menge. Ihr könnt auch Videos drauf abspeichern, natürlich auch andere Formate. Für Videos wäre es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass alles in 1080p Modus ca. 160 Minuten drauf passen. Habt ihr 4K Material, wird es natürlich weniger, was drauf passt, ist klar. Ansonsten habt ihr hier einen ca. 4-mal schnelleren USB-Port als mit dem USB 2.0. Das sollte man vielleicht auch wissen. 150 Mbit pro Sekunde schreibt er und liest er auch. Und ihr könnt ihn, das ist ziemlich cool, an allen Mobilgeräten verwenden. Klammern auf, wenn ihr eine App dafür verwendet, Klammer zu. Das heißt, wer ein Android-User ist, der hat es recht einfach. Der kann USB-C, gerade glaube bei den Samsung-Geräten ist es auch Standard geworden, benutzen. Hier öffnet sich eine App, dann könnt ihr über die App alle Daten verwalten, was soll drauf, was soll wieder runter vom Stick. Bei Android-Geräten ist es einfach, bei iOS-Geräten ist es ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr dann schauen, welche App unterstützt ist und wie funktioniert das mit eurem Telefon. Denn USB-C gibt es halt leider nicht beim iPhone, da müsst ihr dann Adapter ranbauen, aber ich denke, sollte auch funktionieren. Hier ist dann noch so ein kleiner Anschluss, so eine Ausbuchtung für, ja, für was? Für so einen Anhänger. Kennt ihr das? Diese Anhänger mit den Clips, die man mit so einer dünnen Schlaufe durchpopeln kann, wo man eigentlich Pinzetten dafür braucht, weil es mit Fingern nicht funktioniert? Egal. Rundum finde ich, es ist ein ziemlich cooles Teil. Wer auf der Suche ist nach einem USB-Stick und weiß nicht so recht, okay, was kaufe ich mir? Die meisten von euch werden vielleicht einen in 10 Jahren kaufen. Kauft euch den. Der hat das Noch-Format und das zukünftige Format. Und man bekommt für wenig Geld sehr viel geboten, sehr viel Speicherplatz. Und man ist für meine Begriffe rundum glücklich und zufrieden. Dieses Video wurde nicht gesponsert von SanDisk. Das ist meine persönliche Meinung zu dem USB-Stick.
Wenn ihr natürlich Erfahrungen dazu habt und vielleicht euch austauschen wollt, schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren. Sagt mal, was eure Meinung dazu ist und ja, vielleicht für die Community generell. Was haltet ihr von USB-Sticks mit USB-C? Oder sagt ihr nein, wir nehmen auf jeden Fall noch die alte Technik, normale USB. Ja, schreibt es gerne rein, lasst es mich gerne wissen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss! Okay, check. Lass das Auto noch vorbei. Wo war ich jetzt stehen geblieben?